Massenproteste, geschlossene Behörden und Schulen, brennende Straßensperren. Ein Generalstreik legt große Teile des Iraks lahm. Seit Anfang Oktober tragen viele Menschen ihren Unmut gegen Korruption und Misswirtschaft auf die Straßen. In der Hauptstadt Bagdad, aber auch im Süden des Landes, wo sich Ölfelder und Wirtschaftszentren befinden. Der Irak ist reich an Erdöl, aber ein Großteil der Bevölkerung bitterarm. Wir fordern das, was uns zusteht. Wir haben keine Jobs, keine Arbeit. Die ganzen Privilegien gehen an die Politiker, an die Eliten. Wir haben Straßen in Bagdad blockiert. Später demonstrieren wir wieder auf dem Tahrirplatz. Knapp 260 Menschen kamen bereits ums Leben. Um die Lage zu entschärfen, hat Ministerpräsident Mahdi seinen Rücktritt und Neuwahlen in Aussicht gestellt. Doch den Demonstranten reicht das nicht. Sie fordern einen echten Wandel.